Hallo und herzlich willkommen zu AW4 Cast Nummer 265. Wir haben ein weiteres Ranglistenspiel mit einem Spieler, der sehr, sehr hoch in der Rangliste steht, nämlich in Blau. Das ist Vortex, aktuell Dritter und Vierter in der Rangliste mit seinen zwei Accounts. Und auf der Gegenseite in Rot, da haben wir Pivot Hunt. Da kann man es am Namen schon ein bisschen erkennen, wer das ist. Das ist nämlich der zweite Account von Anot Hunt. Und der ist mit dem Account momentan 28. in der Rangliste. Also hat sich da auch schon weit nach oben gekämpft, war ja auch in Turnieren immer wieder vertreten in der letzten Zeit. Und trifft eben jetzt hier auf Vortex im Ranglistenspiel. Wir haben Johanna von Orleans gegen die Mongolen. Das baut Johanna auch schon den Hafen und das Haus nebenan. Also erster Hafen ist errichtet. Obo steht, das Gear währenddessen sucht selber noch ein bisschen nach Schafen. Bringt sich da in Position, währenddessen Khan natürlich unterwegs ist, Speer unterwegs ist. Ja, und da Johannas nicht sicher. Was genau sammelt sie da? Liegt hier ein Schaf? Muss er dann fast ein Schaf liegen, sonst macht das keinen Sinn. Weil zu den Fischen kommt sie da ganz sicher nicht, aus der Distanz. Das wäre sehr, sehr gruselig. Dann wäre irgendwas ziemlich gebacken. Doch, da liegt ein Schaf. Also sie hat sich hier ein Schaf erlegt und das sammelt sie gerade. Und dann gibt es daneben auch eine Kaserne. Meine Mongolen bauen ebenfalls eine Kaserne. Vortex versucht, Druck zu machen auf diesen Hafen. Mal sehen, wie Anotan gelingt, das abzuwehren. Khan sieht das auch sofort, dass das hier passiert. Aber kann jetzt hier noch nicht großartig nennen. Die hat 150 Hitpoints. Also die kriegt man jetzt nicht schnell kaputt. Die ist tatsächlich eine sehr wertvolle Unterstützung hier. Wenn man die hier mittendrin hat. Das ist ja doch sehr, sehr tanky. Kein Vergleich mit dem normalen Dorfbewohner. Kann das also entsprechend auch hier mit Reparatur und Bauen ziemlich gut gegenhalten. Aber ansonsten ist ihre Kampfstärke jetzt nicht wirklich da. Also sie fungiert hier trotzdem hauptsächlich als Arbeitskraft. Als Dorfbewohner. Und die Sperrkämpfer sollen den Kampf übernehmen. Drinnen steht jetzt eben hier eine Kaserne. Die Frage ist, ob man eventuell noch einen Außenposten mit dazu schaut, um sich wirklich abzusichern. Es wird ein bisschen Holz gesammelt. Das Holz fließt eben auch in die Sperrkämpfer. Okay, ne, will das Schaf tatsächlich haben. Und das kriegt er auch. Und das gibt nochmal, wie man sieht, Erfahrungspunkte für Johanna. Also sie sammelt dabei nochmal mehr Erfahrungspunkte. Hat selber jetzt aber auch schon einiges in Points verloren. Wie man sieht, sie regeneriert sich ebenfalls. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn Johanna eben hier den Schaden abbekommt. Wenn da Regeneration mit dabei ist. Ja, das sind mehr Sperrkämpfer unterwegs für Vortex. Schickt das jetzt alles nach und nach nach vorne. Der Speer hat das auch gesehen, was hier abgeht. Das Gerd kommt zurück mit zwei Schafen. Bringt sich in Position. Und ja, der Fight also im dunklen Zeitalter. Weil denn Johanna leidet, aber ist nicht so tragisch. Sie ist bei 150. Der buchstabiert jetzt mehr Hitpoints als vorhin, weil sie noch bei 109 oder so. Also insgesamt, was der Khan da betreibt, ist viel Mühe, aber nicht so viel Effekt. Neuer Sperrkämpfer wird's mit dabei. Piekst auch hier erstmal auf ein Schaf. Nochmal ein Schaf weniger. Das gibt halt jedes Mal Erfahrungspunkte. Bis man sich bei Johanna quasi Stufe 2 leisten könnte. Dann wäre sie eine richtig krasse Unterstützung. Wenn sie plötzlich kämpfen kann, dann kriegt die Truppe hier eher etwas Sorgen, was da abgeht. Kommt mehr Sperrkämpfer als Antwort. Momentan 3 zu 2. Da kommt der Nummer 3 auch mit dazu für den Ausgleich. Kann natürlich auch ein bisschen Zusatzschaden, auf den man aufpassen muss. Und der Außenposten könnte ein Problem werden, wenn Vortex den durchbekommt. Das wird von Anotan jetzt auch gesehen. Das Johanna hat fast wieder volle Hitpoints. Und ja, der Außenposten bisher wurde nicht weit gebaut unter sich. Selbst der Cancel bringt 10 Erfahrungspunkte. Also das sammelt Johanna schon fleißig, muss man hier sagen. Khan kriegt auch mal kurz einen Piekser ab. Mit den Sperrkämpfern, die alle da sind. Ja, deshalb, je länger der Fight dauert, umso besser ist das für Vortex, wenn er die ganzen Pfeile schießen kann. Das heißt, diese Sperrkämpfer werden schwächer. Auf lange Sicht gesehen, es wird auf beiden Seiten kein Gold gesammelt. Also Feudalzeit, damit brauchen wir noch nicht rechnen. So weit sind wir nicht. Es wird hier alles ins dunkle Zeitalter gesteckt, in diese Schlacht um die Position. Somit der Tanz hier hin und her. 8 zu 6 Sperrkämpfer auf dem Feld, aber klar, Vortex muss dann immer wieder über die Karte laufen. Das heißt, er braucht dann eine Weile, bis er mit seiner vollen Kampfstärke hier ankommt. Hat den Plan Außenposten noch nicht aufgegeben. Der Dorfbewohner streunt hier immer noch rum. Sperrkämpfer kriegt nochmal eine ordentliche Salve ab. Damit nur noch 30 Hitpoints verbleibend, geht es nicht mehr so gut. Turbopfeil wird gerade kurz genutzt. Will er da wirklich ranstimmen? Johanna baut uns. Ja, das ist eben der Move, den gewartet. Johanna baut hier irgendwann selber einen Außenposten. Und da ist die Frage, wie Vortex das stoppen will. Bei den Dorfbewohnern snipt man nicht so leicht. Die hat halt 150 Hitpoints. Dreimal so viel wie normaler. Es gibt hier einen Konterhafen, den Vortex aufbaut, aber auch das wird direkt gesehen. Trotzdem, die Position wird dann abgesichert. Jetzt auch ein Fischerboot mit im Einsatz. Und Vortex sammelt jetzt auch Gold. Also er weiß auch, er kommt da nicht durch. Zumindest nicht bedeutend. Somit eher mal im Tech weitergehen, indem man in das zweite Zeitalter kommt. Und man sieht, ein Sperrkämpfer ist schon ziemlich lau. Auf der anderen Seite ebenfalls ein paar Sperrkämpfer schon sehr, sehr angeschlagen. Und jetzt, sobald der Außenboss mit dabei ist, kann hier Vortex nicht mehr so weit vorpushen. Er kann das dann mit Schiffen versuchen, mit dem schnelleren Timing auf der Feudalzeit. Das wird ihm entgegenkommen. Kann nämlich gleich sein Wahrzeichen beginnen. Fehlt noch 40 Gold. Die Nahrung hat er inzwischen. Das in der Außenposten wird fertiggestellt. Die Frage, ob man den Kampf dann in die andere Richtung schiebt, ob man versucht, diesen Hafen anzugreifen. Sperrkampfanzahl ist aktuell 11 zu 10. Wird immer noch mehr unterwegs.
Okay, da soll der Außenposten auf der Gegenseite kommen. Und es kommt der silberne Baum. Auf der Karte bietet sich eine Handelsroute auch durchaus an. Wenn man sie halt gesichert bekommt, das ist natürlich immer ein gewisses Thema. Der Gegner kann da auch hochlaufen in die Ecke. Ist halt doch sehr, sehr weit außen. So, da die Sperrkämpfer packen eben einmal die Fackeln aus, wollen den Hafen ein bisschen beschädigen. Schaffen sie aber nicht ganz, dass was durchkommt. Animation hat nicht gezündet in dem Fall. Weiterhin der Versuch. Diesmal ist eine Fackel dran gelandet. 10 Damage gemacht. Und ja, da ist sie. Johanna ist jetzt mit dabei. Ihre Fähigkeiten sind nicht da, aber sie ist halt vorne ziemlich mächtiger Tank. Die 3er Nahkampfrüstung, 200 Hitpoints und die Sperrkämpfer. Sie scheucht im Alleingang die ganzen Sperrkämpfer weg und hilft zumindest aus, um diesen Hafen zu zerstören, dass der Gegner eben nicht auf Kampfschiffe hier kommt. Ja, Khan muss aufpassen, dass er sich zu nah ranwagt. Da geht es mal in die Schlacht. Die Frage ist, auf wann ist Heiliger Zorn verfügbar? Dauert nicht mehr so lange. Das ist ja auch eine große Gefahr in dieser Schlacht. Einmal den AOE-Schaden mit drin zu haben gegen Sperrkämpfer, die dafür sehr, sehr anfällig sind. Zudem macht Johanna auch selber solide Schaden. Also man sieht, wie sehr das die Dynamik hier ändert. Wie viel stärker Amutant ist, sobald Johanna hier mit dabei ist. In ihrer Kampffassung. Man hätte sich ja auch eine Fernkampfoption ziehen können, aber eine Nahkampfoption war ihm da lieber. Heiliger Zorn ist gleich verfügbar. Die Heilung wird noch deutlich länger dauern. Der Hafen flippt mehr Midpoints. Hafen versucht jetzt eben einen Brander zu bauen. Da geht es einmal in die Schlacht. Johanna prügelt auch mit die Sperrkämpfer im Blau leiden. Und die Sperrkämpfer, ja, da gab es kurz den Heiligen Zorn. Stufe 2 Upgrade ist noch nicht mehr dabei, da der Brander schlägt mit ein. Das kostet, aber mein Gott, das kostet 5 Sperrkämpfer von Anotant, aber 10 zu 7. Und eben den Tech-Vorteil gleich. Das macht das jetzt eher schwierig. Johanna ist jetzt auch schon sehr angeschlagen. Sie könnte sich auf jeden Fall noch ein paar Kills holen, wenn sie sich umdrehen, einfach um sich prügelt. Das sind ein paar von denen echt, echt low von den Sperrkämpfern im Blauen. Da sieht man es auch. Kampf wird nochmal ein bisschen in eine Richtung gedrückt. Der Hafen selber ist immer noch ordentlich angeschlagen. Da kommt als nächstes noch eine leichte Dschunkel. Wenn das ein Wahrzeichen für Anotant Gold hätte, es fehlt die Nahrung, um das zu starten. Die Sperrkämpfer im Blau leiden trotzdem, auch wenn das Upgrade mit drauf ist. Und ja, da wäre ein Heiliger Zorn immer noch nicht verfügbar. Den könnte man so gut gebrauchen. Dann wären so viele Kills möglich, wenn die Fähigkeit nochmal da wäre. Aber ist sie eben nicht ganz. Der Hafen brennt noch nicht. Aber es fehlt auch nicht viel dafür. Problem ist jetzt komplett das Schiff, das kann das schützen. Den Hafen muss man aber trotzdem eigentlich theoretisch reparieren. Sperrkämpfer jagen Sperrkämpfer. Und die sind halt Stufe 1. Und das sind doppelt so viele Stufe 2. Trotzdem, ja, ist ein bisschen die Angst da, dass da was schief gehen könnte. Wenn man einfach zu wenig Hitpoints hat. Und Heilung ist da lange nicht in Sicht. Also das wird wahrscheinlich auch nichts. Da ist jetzt einmal das Bogenschützschiff mit dabei. Die leichte Chunke ist online. Und die Kavallerieschule kommt auf der anderen Seite. Wenn das in der Außenposten wurde auffällig. Das heißt, das Fischerboot kann nicht arbeiten. Da wurden sogar schon Schießschart mit reingebaut. Am Ende konnte sich Anotant also nicht so gut hier stabilisieren. Hat jetzt auch ein Heal noch verfügbar. Jetzt sind die Fähigkeiten da einmal einweihen, nochmal ein Heiliger Zorn und eben die AOE-Heilung für alles. Ja, das Einweihen wurde auch gerade verwendet. Zudem Johanna regeneriert sich fleißig in ihren Hitpoints. Die Sperrkämpfer währenddessen müssen natürlich noch weiter leiten. Der Khan macht jetzt auch ein bisschen mehr Schaden mit 3 Damage pro Pfeil. Und erst wenn die Kavallerie-Schule da ist, kann man sich das abgezuhlen, dass die Sperrkämpfer wieder ein bisschen besser das durchstehen. Da gab es einmal den AOE-Heal. Einmal alles geheilt. Das heißt, der Cooldown läuft wieder 2 Minuten, bis das wieder verfügbar ist, also bei Minute 10. Und Heiliger Zorn, da laden sich die Runden auf. Die sind ja bis zu 4-mal auf Vorrat. Silberne Baum produziert währenddessen den ersten Händler. Währenddessen fischerbootstechnisch passiert hier aktuell noch nichts. Stattdessen geht es mit Kampfschiffen weiter nach vorne. Der Versuch, diesen Hafen komplett lahmzulegen. Der versucht, das mit der Kriegskogge zu machen. Also da haben wir ein Spezialschiff. Beidseitig Ballisten, also trotzdem ein Rotenschiff, mehr oder weniger. Noch ein bisschen eigenen Werten, glaube ich. Ja, da kommt aber die Sprengstoff schon gleich mit. Also das Schiff wird nicht viel Spaß haben. Der Außenposten ist noch nicht verstärkt. Fehlen auch die Steine dafür, das ist nicht machbar. Die Sperrkämpfer leiden dafür. Da gab es die Explosion. Da soll der Außenposten zerrissen werden. Der Außenposten wird jetzt aber auch gefüllt. Und da haben wir die Kriegskogge im Einsatz. Das ist auch das erste Mal, dass wir das Ding sehen. Wie man sieht, es sieht mehr oder weniger wie ein Hulk aus. Ist auch mehr oder weniger einfach wie ein Hulk. In dem Fall, der versucht, den Außenposten niederzuringen mit dem Ballistenangriff. Macht da Bonusschaden gegen Gebäude. Entsprechend die Balliste knallt mehr und mehr. Der Außenposten wird irgendwann bezwungen. Also dafür ist sie doch recht gut. Daneben eine normale Galeere. Also die restlichen Schiffe sind relativ normal. Gut, die Galeasse dann am Ende. Und hier die Bogenschützen. Das Bogenschützenschiff lässt die Sperrkämpfer leiden. Die stürmen jetzt wieder an, versuchen den Kahn zu erwischen. Stattdessen wieder der Pfeil von der Seite. Schnallt einfach einen aus dem Leben. Und der Außenposten steht noch. Da ist jetzt selber der Brander mit dabei. Also da versenkt man immer die Kriegsschunke. Bogenschutzschiff kommt zu den feindlichen Brander. Damit die Position sollte mehr und mehr halten für Anotant. Also er kann es dagegen wegschauen. Der Hafen, er wurde ein bisschen repariert. Erste Königliche Ritter ist aber mit dabei. Und Hunter ist mit dabei. Für diesen Hafen sieht es jetzt wahrlich schlecht aus. Und Vortex hat auch seine ganzen Sperrkämpfer zu Hause gepackt. Und hier gab es einen Konterhafen. Und den will er erstmal abreißen. Und er bekommt auch Probleme. Er hat seine ganzen Mega angeschlagenen Sperrkämpfer. Bekommt dafür auch die Ressourcen, weil er Mongolenspieler ist.
Also reißt ein Loch in das Gebäude. Hände ist am Laufen. Khan zieht sie zurück. Das Sprengstoffschiff kann rüberfahren. Und, oh mein Gott, die Chungi hat da nochmal die ganzen anderen Speerkämpfer zerstört. Es ist nur noch Johanna und der Königliche Ritter da. Bis man eben irgendwie versucht, das Ding jetzt kaputt zu kriegen. Ja, einmal, okay, Explosion gegen das normale Schiff. Und das hier ist einmal das rote Schiff unterwegs. Da gab es die Heilung. War wieder verfügbar. Ja, Minute 10. Das sind wieder 2 Minuten verstrichen. Also Minute 12, der nächste hier verfügbar. Und jetzt soll endlich dieser Hafen fallen. Das Schiff kommt eventuell. Ja, es wird noch rauskommen. 3 Sekunden. Das wird noch gebaut. Kann man da noch jagen. Währenddessen kommt der eigene Hafen jetzt für an. Also der Fluss soll weiter beansprucht werden. Dass man da auch die Fische sammelt. Wobei viele Fischerboote sind ja nicht im Einsatz. Parallel die Handelsroute ist am Laufen. So langsam. So ein bisschen was geht hier vorwärts mit den Händlern. 55 Gold. Also ist noch die erste Stufe. Keine weiteren Ressourcen. Johanna kann dann auch hochlaufen. Will im Nauer vielleicht auch das Wildfenster legen. Oder kann eben hochgehen, einfach versuchen, die Händler zu stören. Was soll sie daran aufhalten? Es sind gerade nicht wirklich Einheiten, da sie groß bekämpfen können. Die Bogenschützen vielleicht, wenn sie ein bisschen kiten. Ja, tatsächlich fischtechnisch geht recht wenig ab. Auch hier gibt es jetzt einen neuen Hafen im Aufbau, dass die Kriegsschunke wieder repariert werden kann. Der Wolf nagt da noch am Händler rum. Khan versucht sich darum zu kümmern. Und hier oben checkt man mal kurz die Lage des Handelspostens, was da so abgeht, wie viele Händler da durch die Gegend laufen. Bisher sind es 5, das heißt, jetzt kriegen wir das erste Mal Nahrung mit oben drauf, die 10%. Entsprechend 6 Nahrung pro Trip, die man noch hier mit dazu legt. Und Jana sammelt nochmal mehr Erfahrungspunkte, indem sie den Wolf wegprügelt. Der Einweihung gab es auf die Kaserne für die Kostenreduzierung und auch auf die Kavallerieschule. Ansonsten versucht man hier noch, ja, die Bärensteuer wegzusammeln. Es wird weiter am Gold gesammelt. Es gibt eine Schubkarre, es gibt einen königlichen Ritter. Und Jana ist es eben hier vorne, sieht die Handelsroute am Laufen. Ich glaube, die Speerkämpfer waren gerade Reihe um. Das Wildschwein zerstört die ganzen Speerkämpfer. Ja, die waren alle angeschlagen und das Wildschwein macht Damage. Ja, es hat halt hier... Das Wildschwein hat halt mal 6 Kills gemacht. Was für eine Maschine, dieses Wildschwein. Und es lebt immer noch. Da wollte Vortex zu viel. Ich bin nicht sicher, ob ihm das nicht aufgefallen. Kann das denn, hat es einfach versehentlich geagnet und dann mit A-Klick die Kollegen einfach verheizt. So kann man auf jeden Fall auch ein paar Einheiten weggeben. Ja, da ist jetzt das 1 gegen 1, das Johanna problemlos gewinnen sollte, solange er lieber mitmischt, solange es ein 1 gegen 1 bleibt. Und hat hier eben der Hafen mit dabei, da gibt es mehr Fischerboote. Hier vorne ist auch das ganze, die ganze Stelle an Fischen. Dafür gibt es hier ein bisschen den Counter-Pressure mit, der 3er-Schiffs-Kombo. Ich meine, theoretisch Marine-Schießscharten könnte man sich mit dazu holen, wenn man mehr Steine sammelt. Bei aktuell heißt es für Anotant generell mal Steine sammeln, das hat er bisher noch nicht gemacht in diesem Game. Für Vortex kommen die Steine automatisch dank Obo und hier Eskorte einfach für die Handelsroute, die währenddessen auch weiter wächst. 8 Händler. Ein Sperrkämpfer kommt auf Seite mit angelaufen. Königlichen Ritter können da versuchen, auch reinzuchargen. Hier gibt es auch den Hafen vorne für Vortex. Also ein bisschen mehr Verlagerung auf die Mitte. Ja, dann stürmt er weiter mit rein und kann vielleicht versuchen mitzukriegen. Geht ihr Heal auch für Schiffe? Einfach Verbündete. Da steht das keine Einschränkung im Text zumindest. Also es kann sein, der Heal gilt auch für Schiffe, den sie austeilt, der AOE-Heal. Das wäre natürlich sehr wertvoll, wenn wir das nicht hier Dorfbewohner, 2 Dorfbewohner angeschlagen, ersten Kill bekommt man auch. Bogenschützen kümmert sich um den Rest, Obo ist erschöpft. Das kann also umplatziert werden, die Steine sind leer gesaugt. Somit gibt es da nichts weiteres an Schießschaden, dass die hier gerade noch unterwegs sind. Das sind Marine-Schießschaden, das sind aber auch erstmal die letzten. Währenddessen fängt man schön das Sprengstoffschiff ab und die Kriegsschunke hält die Stellung. Das ist Infrat, die Kavallerie kann ihnen nicht wirklich helfen. Trotzdem, weitere Schiffe werden gebaut. Hier sehen wir auch keine Schießschaden mehr, das Sprengstoffschiff crasht jetzt hier rein einmal. Das rote Schiff versenkt, die Galeris ist auf sich allein gestellt und macht damit keinen so guten Job. Zudem unten die Kishik jagen Dorfbewohner, die in Massen hier nach vorne kommen. Sicher, was die Dorfbewohner hier vorne alles fordern. Die wollten ja eigentlich Nahrung sammeln, wurden aber dann weiter Richtung königliche Ritter gejagt. Aber das heißt, für Janotan steht gerade auch sehr viel still. Da stehen 12 Dorfbewohner rum. Damit ein ordentlicher Teil seiner Economy, die Fischerboote werden nach hinten gezogen. Er kann sich hier vorne in seinem Hafen nicht halten. Ja, kann das Sprengstoffschiff auch mit reingejagt werden und somit Vortex räumt hier den Hafen nach und nach auf. Auch diese Kriegskocke muss aufpassen. Im Alleingang wird es eher schwierig, das alles durchzustehen. Die Kishik wird weiterhin verfolgt. So, dann noch mehr Dorfbewohner-Kills, bisher 3 zu 3 Wirtschaftskills, die es da gab. Und ja, hier oben läuft halt einfach die Handelsroute. Das ist Vortex besser und besser, inzwischen bei 13. Das heißt, Holz gibt es auch. Nochmal 2 Händler mehr, dann gibt es nochmal Zusatzgold. Dann hat er dabei 62. Ne, 61. Müsste er dann landen. Ja, hier hin und her nach wie vor auf dem Kanal. Viel Platz ist ja nicht mit den Schiffen, um auszuweichen. Ja, die Dorfbewohner versuchen sich hier ein bisschen besser zu etablieren. Stall mit dazu, Außenposten, 2 Stück. Ja, der Haft ist noch nicht ganz aufgegeben. Kommt davon, wie oft Vortex noch seine Sprengstoffschiffe da reinjagen möchte.
Mit den zwei würde da schon sehr viel Schaden anrichten, um das Ding klein zu kriegen. Jetzt kommt auch wieder mehr Unterstützung auf der Gegenseite. Leona könnte versuchen reinzulaufen, um den AOE-Damage zu machen, den Heiligen Zorn einzusetzen. Wäre auch eine Option, wenn das nur oben die Einheiten laufen zurück zur Rest der Truppe. Die Ritter sind jetzt hier angekommen. Das heißt, die verfolgen nicht weiter die Kishik. Die Handelsroute kann also weiter arbeiten. Jetzt sind zumindest an See, kann man sich ein bisschen halten. Man sieht, die Marine-Schießscharten des Gegners sorgen für Probleme, dass man nicht wirklich weiter vorwärts kommt. Es wird mehr in Einheiten investiert. Viele Ressourcen werden dafür ausgegeben. Wir haben 13 Bogenschützen inzwischen noch auf dem Feld. Die Truppe geht jetzt mal in den Norden. Wenn das hier unten, da gab es die Explosion in den Hafen. Da gab es nochmal die Explosion. Da ist der Kontakt mit den Sprengstoffschiffen. Entsprechend der Hafen in der miserablen Zustand. Es werden Dorfbrunnen in der Gegend. Aber die sind die schnellsten nicht schnell genug, um das zu retten. Es sind jetzt noch 80 Hitpoints. Es sind jetzt vielleicht unterwegs. Das wird aber. Reicht das? Sollte sogar reichen. Ich habe überschätzt, wie schnell das Ding runterbrennt. Das sind 40 Hitpoints, die verbleiben. Also es war dann doch sehr knapp. 30 Hitpoints. Wenn das hier geht, ist in den Kampf. Aber da ist ein Speerkämpfer da. Da ist Johanna unterwegs. Sie ist jetzt zwar auf einem Pferd, aber alles geben sie ja nicht. Da kommt noch Unterstützung mit ran. Die kann sie auch dringend gebrauchen. Heiliger Zorn, die Bogenschützen. Wäre hier der Traum, das hinzukriegen. Und da kam auch noch... Okay, die Ledekämpfer kamen gerade noch mit dazu. Wichtige Fähigkeit dafür. Der Heal wurde auch gezündet. Aber Johanna ist kurz vorm Umfallen. 27 Hitpoints. Sie blockt einfach so viel Fangkampfschaden, dass die Bogenschützen nicht so souverän sind. Und jetzt hat Vortex auch Probleme an seiner Handelsroute. Jetzt rennt sein Einheit nicht mehr ganz viel. Enforcements plus Johannas Upgrade hat gerade wirklich die Wende gebracht mit ihrer neuen Fähigkeit. Also das Timing sorgt jetzt bei Vortex für viele Probleme. Er hat jetzt aber genügend Ressourcen, um Skurul-Teil zu bauen. Also er geht auf Zeit alle drei. Noch Johanna hier mittendrin, nochmal Heiliger Zorn mit eingesetzt. 6 Hitpoints hat sie noch, sie wird sich hier mehr oder weniger opfern in dieser Schlacht. Aber dafür kann man das gegnerische Militär komplett niederrennen. Nochmal Heiliger Zorn kam nicht ganz durch, die Bogenschützenhandlung kümmert, Kahn fällt ebenfalls. Aber man sieht für Vortex, die Verluste sind hoch, vor allem Wirtschaftsverluste sind einige da. Er flieht Händler um Händler um Händler. Dann laufen immer noch ein paar weit ran. Da könnte jetzt sich Anotant weiter dranbleiben und hier einfach alles umchargen, was ihm entgegenläuft. Aber es ist eben das Kugelteil unterwegs und parallel wird zur See auch wieder ein bisschen gepusht. Die Flotte schiebt sich nach vorne. Sprengstoffschiffe werden abgefangen, machen jetzt gerade nicht so viel. Das heißt, es regnet jetzt Pfeile in verschiedene Richtungen. Der Hafen schießt nach wie vor nicht mit, aber kann halt direkt Einheiten reinproduzieren. Das könnte eine Herausforderung werden. Und für Anotant seine Ressourcen Richtung Ritterzeit, das ist noch weit weg. Das ist so schnell kein Thema. Trotzdem pusht man zumindest auf See den Gegner ein bisschen zurück. Oder zumindest in diesem Fluss. Da kommt ein weiteres Sprengstoffschiff. Der Ritter, bis die Ritter packen die Fackeln mit aus und ein bisschen mit aushelfen. Da kommen die ganzen Ritter mit rüber. Also alle Netten wollen sich jetzt hier durch den Hafen durcharbeiten. Aber da kann es gleich eine richtig eklige Konterexplosion geben. Aber das spawnt nämlich gerade, das Sprengstoffschiff. Wo geht's da rein? Da sind die Elite-Kämpfer auch mit dabei. Die verlieren einige Hitpoints, aber sie leben noch. Die Schiffe währenddessen haben es trotzdem schwer. Die Händler laufen jetzt hier mitten durch, weil sie den anderen Handelsposten ansteuern. Also auch die sind gerade noch Futter für die Einheiten. Nochmal Pender werden weggeräumt. Den Hafen könnte man theoretisch schon angreifen. Die Kriegsschnucke ist ziemlich low, aber sie lebt. Ja, da hält nur einer mit den Fackeln drauf. Also da hätten die Ritter ausgeholfen, hätte sich das, denke ich, umdrehen können. Einmal zumindest das Ding noch versenken können. Das hätte noch einiges gebracht. Am Ende aber wird die Situation wieder gefestigt. Die Ritter stattdessen starten einen eigenen Run hier unten auf die Händler, die da versuchen durchzulaufen. Es sind viele Händler noch auf dem Feld, können aber gerade nicht so effektiv arbeiten. Vortex hat Zeitalter Stufe 3 und geht auf die Kishik. Hat den Upgrades verpasst, baut auch mehr davon. Aber generell keine wirklichen Konterheiten. Ja, die Kishik sind aktuell noch Stufe... Doch, sie sind jetzt auf Stufe 3. Aber es sind einfach nicht viele davon. 3 Stück gegen doch viele königliche Ritter. Die mögen nur Stufe 2 sein, aber sie sind trotzdem eine Herausforderung. Sie sind jetzt sehr Einheit. Kämpfen ist ja doch sehr, sehr tief in der gegnerischen Basis. Die Kishik versuchen ihr Bestes, sich dadurch seinen Bogenschützen helfen aus, so gut es geht. Die Ritter werden weniger. Es sind noch teilweise mega angeschlagen schon. Und man sieht so einen längeren Kampf und der. Da regnen jetzt die Kishik mehr und mehr. Und da hat das Krulteil gerade auch noch mit ausgeholfen, um die Einheit einfach länger am Leben zu halten. Da wollte er dann doch einen Ticken zu viel. Zwischen Johannes wieder da und der Khan ist wieder da. Die Haupteinheiten sind zurückgekehrt aufs Spielfeld und hier der Hafen ist ein weiteres Mal in Gefahr. Wurde hochrepariert, es ist wieder am Brennen und dieses Mal mit Begleitschutz. Das heißt, die Chance, dass das Ding überlebt, ist null. Da sprengt nämlich das Schiff das Ding in die Luft. Dafür an Land soll der Kampf wieder gedreht werden mit zusätzlicher Unterstützung. Mit ein paar Reitern und eben mit Johanna als Hilfe. Macht den Fight zu Land deutlich gefährlicher. Dafür wird man zu See zurückgedrängt. Anotant hat auch nicht so viel Fische, so viel Nahrung, dass es sich die Ritterzeit leisten kann. Tatsächlich hat auch den Hafen... sagen, Nahrungskosten, das bringt ihm gar nichts, den einzuweihen. Hab ich gerade gewundert. Es bringt das, wenn es sich das Upgrade dafür holt. Man kann das ja upgraden, dass es auch die Holz- und Goldkosten verringert. Ab da profitiert der Hafen auch davon. Bis dahin bringt das nicht so viel. Ja, und hier wird man weiter und weiter zurückgedrängt. Die ganzen Fischerboote sind hier gefahren. Das ist ein ordentlicher Teil der Economy. 8 Fischerboote, die hier rumschippern. Die wird man weiter zurückgejagt. Dafür hier stellt man sich jetzt zwar der Handelsroute den Weg, aber die läuft gerade wieder oben. Also... Vortex hat sich wieder in die andere Richtung geschlichen, um weiter handeln zu können. Ist bei 74 in sein Eco. Da nochmal Sprengstoffschiff. Kommt auf Kontaktkurs. Zerstört eins der Kriegsschunken. Das zweite ist aber noch da. Da ist die Galeere. Was kann der Galeere im Alleingang machen? Die ist jetzt nicht sonderlich mächtig. Die wird einfach versenkt von dem einzelnen Angriff. Hier unten gab es den Versuch da zu pushen. Aber Kishik inzwischen in Massen da. Bogenschützen einige da. Und auch Armbrustschützen. Das heißt, die Truppe in Rot
kann nicht mehr so gut fighten. Amortan versucht einfach nur die Ressourcen zusammenzukratzen, um irgendwie auf seine Ritterzeit zu kommen. Ihm fehlen noch 200 Nahrung, ihm fehlen noch 70 Gold. Währenddessen verliert ihr halt einiges an Gebiet und auch eventuell noch an Gebäuden, wenn das so weitergeht. Die Schiffe ballern da gnadenlos drauf. Unten wird auch die große Goldader schon angegangen, wo die kleine noch daneben steht. Oben gibt es ja dasselbe, die große Goldader hier. Und der Ritter hat erfolgreich zwei Hände schon mal zerstört. Und wenn er noch weiter durchlaufen, wird das noch besser. Der holt wertvolle Kills. 4:16 auf Witcher Skills. Trotzdem hat Vortex 77:69. Für eine richtig große Menge. Und da gibt es das Wahrzeichen. Da kommt die Gildenhalle. Das ist doch die Schmiede, da steht ein Marktplatz mit rum. Hat sich alles ein bisschen in den Süden gehangelt für Anotanten in seinem Gebiet. Hat sich hier oben nicht weiter rausgewagt als sein Dorfzentrum. Die Fischerbrote würden gerne wieder in die Arbeit gehen. Dazu muss man diese Situation hier irgendwie gelöst bekommen. Für Vortex arbeiten da auch noch ein paar Fischerboote mit dazu. Und er baut Massetennis durch mehr. Mehr Ambroschützen, mehr Kischik. Finde ich hier Ritter. Ja, mit dem 3 gegen 2. Stufe 3 gegen Stufe 2 Tech-Vorteil des Gegners. Das ist gerade schwierig, den Kampf zu gewinnen. Bei 3 gegen 3 wäre es ein bisschen einfacher. Schmiede-Upgrades haben sich da auch noch nicht viele bewegt. Es gibt eine Schmiede, eben die von Anotant. Bekommt das plus 1 natürlich geschenkt. Also das plus 1 Nahkampfschaden. Mehr aber auch ist dann nicht passiert. Und das wird ausgeglichen jetzt erstmal das Upgrade. Zudem kommt das Upgrade für die Kischik. Die Heilung erhöht und die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Das heißt, so ein längerer Kampf könnte nochmal angenehmer werden. Die Infanterie will jetzt mit und da gibt es die große Connection. Beide Schiffe versenkt. Die Kaserne könnte theoretisch noch gerettet werden. Der Dorfbrunnen bewegt sich aber keiner dafür. Das heißt, das Ding wird wahrscheinlich runterbrennen. Das ist einmal eingeweiht und da wird doch das Upgrade erforscht. Das ist für Anotant nicht ganz so geil, wenn er das gleich verliert. Mal gucken, ob er das dann merkt, dass ihm das Upgrade für Sperrkämpfe fehlt. Da fällt die Kaserne nämlich gerade auseinander. Ritterzeit ist aber erreicht. Die Gildenhalle wird auf Nahrung gelassen. Da werden die Bärensträucher weggesammelt natürlich und da wird man immer noch eine Goldader. Neuer Hafen wird hier errichtet, wo der Konterhafen auch immer noch steht. Der die Marine-Schießscharten hat, den könnte man auch mit der ganzen Infanterie jetzt angreifen. Die Truppe nämlich von Vortex ist sehr weit oben. Die kümmert sich um die Defensive bei der eigenen Handelsroute und die ist jetzt auf die volle Stufe aufgebaut. Also da ist Stufe 3 aktiv. Da geht erstmal nichts und den Steinhandel hat man nicht, kann man noch nicht mit erforschen, dass der ein Thema wird. Nächste Goldader wird angegangen. Das Kugelteil steht tatsächlich immer noch sehr gechillt zu Hause. Wurde noch nicht nach vorne fliegt. Und stattdessen ist es Anotant, der dann Angriff starten möchte. Hat sein Heal aber gar nicht zur Verfügung. Und seine Armee läuft gerade... Oh mein Gott, seine Armee hat das gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Läuft einfach stumpf da rein. Am Ende Heiliger Zorn kommt dazu. Ich meine, man hat Johanna mit dabei. Aber kann die genügend Unterschied machen? Man sieht, die Kischik farmen sie jetzt gerade mit ihren Hitpoints durch. Johanna will hinten rein in die Fernkämpfe. Macht auch sehr viel Damage auf denen. Aber es ist halt komplett surrounded von feindlichen Einheiten. Nochmal Heiliger Zorn funktioniert nicht. Die Armee von Anotant, da hat sie sich ja, ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das wird nichts. Die wird hier Stück für Stück weggeräumt. Die kann auch nicht wirklich fliehen gegen die Kischik. Und die farmen werden das natürlich Hitpoints. Außer die Sperrkämpfer schaffen es noch ein paar Kills zu holen. Versuchen es zumindest. Da sind noch ein paar Elite-Kämpfer noch mit drin. Die werden entsprechend auch leiden. Es ist einfach Hitpoint-Futter für die Armee in Blau. Die sehr viel Spaß an sich daran hochzufarmen. Mit ihrem Heal, mit ihrem Lifesteal. Ja, das passiert hier auch. Da wird die gesamte Armee zerrissen. Währenddessen hier einmal Blockpalisade. Die kam auch rechtzeitig, um diese beiden Sprengstoffschiffe zu stoppen. Trotzdem, die Palisade leidet bereits massiv dabei. Johanna steht dann sofort wieder, wurde aufs Feld gerufen. Die Kitschiks sind trotzdem in große Gefahr. Hier soll auch noch eine Holzpalisade entstehen, dass man da nicht einfach reinrennt. Aber da kommt gerade der Gegner schon vorbei. Schmiede-Upgrades werden jetzt weiter erhöht. Wirtschaftlich 98:79. Anotant hat seine Armee hier. Und beides sind die Fernkämpfe gerade getrennt von den Kischik. Die kann man deutlich leichter anrennen. Vor allem eben, wenn die Chefin mit drin ist. Man sieht, die macht Damage. Da waren die Fernkämpfe einfach weggefarmt, bis die Kischik damit dazukommen. Haben sich zu weit getrennt von ihren Kollegen. Entsprechend hat man selber ein bisschen gelitten bei der ganzen Aktion. Und hier wird immer noch die Palisade gehalten. 100:80 in der Eco. 26:42 allerdings das mittlere 18 Kischik und es kommen aber noch mehr, zudem auch Armbrustschützen, weil Vortex auch eine sehr gute Goldversorgung hat. Mit den ganzen Händen ist das kein Problem. Jetzt mit dem Außenposten, da kommt doch tatsächlich das Upgrade auf das Yam-Netzwerk. Generell versucht er die Verbindung mit den Außenposten möglichst beizubehalten, dass die Händler ihren Geschwindigkeitsbonus bekommen, dass sie ein Stück schneller laufen. Statt 1,0, 1,15 und die Kischik sind wie erwartet einfach reingelaufen. Die Palisade war noch nicht fertig und das Dorfzentrum kann das nicht so alles einfach stoppen. Das Militär ist auch ein bisschen noch weiter hinten. Wie viel Dorfbrunnen wisst ihr? Bisher 7:16 Kills. Aber Anotans Economy läuft gerade nicht ganz so rund. Er hat gerade irgendwo da draußen den Kahn erwischt. Nicht sicher, wo der abgeblieben ist. Und die Kischik sind gerade das Hauptziel, das immer noch verfolgt wird. Wenn das in die Gilden alle fleißig Ressourcen sammelt, da kommt der zweite Trupp. Und das ist der zweite Trupp geschickt, der noch weiter durch die Gegend wandert. Das Dorfzentrum schießt, was es kann. Versucht da Kills zu machen. Dorfbrunnen wollen die Palisade endlich geschlossen bekommen. Das Gewusel hier oben halt, diese Linie, das ist die gefährliche Linie hier für Anotant. Wenn das währenddessen weiterläuft. Das Abgefühl für die Sperrkämpfer kommt dann noch. Auf Stufe 3 hier noch ein paar Kischik werden weggefarmt und die sehen, dass hier draußen die Goldader in Bearbeitung ist und dass sich die Hälfte der Goldader schon weg ist. Da will man noch ein paar Kills haben. Bisher sind es 11 und jetzt sind es 14. Drei weitere Kills mitgenommen, es werden noch ein paar mehr.
Ja, die Geschick haben da ihren Spaß zu legen. Sie legen einfach die Dorfbewohner. Ja, kiten sich da einmal quasi durch. 22 Kills gemacht, damit 69 zu 105. Vortex Economy ist halt wirklich ein Monster. Jetzt schiebt er das Kugelteil nach vorne. Und sein Einkommen wird halt, ja, ziemlich massiv. Was noch ein bisschen fehlt, ist vielleicht Nahrung. Das limitiert ihn gerade noch am meisten. Gold kommt da schon sehr viel rein. Die Handelsroute, sie brummt. Sie brummt wirklich gut. Silberne Baum ist bei 22 Händlern. Da kommt währenddessen noch das Upgrade. Das ist eben das, dass die Gold- und Holzkosten noch reduziert werden mit der Einweihung. Das heißt, das bringt dann tatsächlich auch dem Hafen was. Dann sind die ganzen Schiffe hier günstiger. Wir sind für Nahrung sind sie ja schon günstiger, weil einfach, dass die restlichen Ressourcen noch reduziert werden. Aber für den Fischerboden ist es halt egal, weil die kosten keine Nahrung. So, hier eine weitere Explosion. Und jetzt ist die Palisade gleich auf. Das Ding brennt. Hat noch 40 Hitpoints. Weil das sind die Kaleere, battelt sich mit der leichten Schunke. Unten die Ritter gehen mit Johanna wieder auf die Reise. Und dann versucht er irgendwie nach vorne zu kommen. Der Weg ist jetzt offen. Die Armee unterstützt auch. Das soll jetzt das Ende für diesen Hafen mal wieder werden. Und auch für die ganzen Fischerbrote, die sich inzwischen hier versammelt haben. Sind jetzt doch 12 geworden. Eventuell nicht mehr lange, denn der Hafen steht da komplett allein da. Unten die Armee versucht zumindest die Geschick aufzuhalten. Das sind einmal Ambuschützen plus Speerkämpfer. Also genügend, um die Geschick zu kontern. Was kann die Kavallerie währenddessen tun? Ich kann hier versuchen, die Handelsroute ein bisschen zu stoppen, die Dorfbrunne hier zu stören. Es ist nicht genügend Platz, um alles ins Dorfzentrum zu stopfen. Also das könnte auch hier wehtun. 16 Kills, da sind wir gerade. Das werden jetzt noch ein paar mehr werden. Der erste wurde schon gemacht. Parallel wird hier einfach Sprengstoff nach vorne geschippert. Und damit alles weggehalten, was dagegen irgendwie zu See baut. Ja, die Dorfbrunne leiden mehr und mehr. Zwischen 8 Kills gab es. Inzwischen gab es über 10 Kills. 27 sind es jetzt schon. Die Ritter jagen weiter, können auch die Hände noch rausnehmen. Also da prügelt man sich da alles durch. Weitere Hände fallen. Der Hände soll auch nochmal zerstört werden. Da erwischt es wirklich sehr viel von der Vortex-Economy. Runter auf 94. Parallel aber sein Trupp versucht da noch zu pushen. Trifft auf die Speerkämpfer und auf die Ambuschützen des Gegners. Mit den eigenen Geschick und den eigenen Ambuschützen. Der Trupp ist immer noch unterwegs und farmt sie. Oh Gott, er farmt sie richtig massiv. Wir sind bei 40 Kills. Vortex hat richtig viel von der. Da kommt sogar noch der Heilige Zorn rein. Diese Dorfbrunnen wird einfach nur weggefarmt. Die sind einfach nur Futter für Johanna gerade. Und damit ist die Economy fast ausgeglichen. 79 zu 74. Wie sieht es zu See aus? Der Hafen erleidet. Die Ambuschützen versuchen auch das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Der Trupp hingegen kitet weiter und weiter rückwärts. Die Armee in Blau steht da ein bisschen stabiler da. Aber Reinforcements kommen mehr mit dazu. Und der Trupp ist immer noch unterwegs und versucht mehr Küsse. 48 Kills. Wir waren vorhin bei 16. Und da kommt nochmal AOE-Angriff, um Pineapple wegzutraden. Da kommt der Heal nochmal mit dazu. Also diese Hit-Squad hier mit den Rittern und Johanna zusammen hat so viel angeregt, hat Vortex so viel Economy gekostet. Er hat dafür noch einiges an Armeen versucht, sich damit weiter reinzuarbeiten. Und er gibt die Kills, die Economy-Kills jetzt prompt auch zurück. Hat nämlich die Dorfbrunne von der Goldader gefunden und angegriffen. Die Fernkämpfe hier versuchen das in den Griff zu kriegen. Die geschickt werden das in Jagen oder weiter ein bisschen. Das sollte aber, reicht das für Anotant? Ich meine, für Vortex. Viel von seinem Militär ist eben noch zu Hause. Das muss jetzt erstmal hier rüberkommen. Und es steht auch einiges am Militär natürlich zu See rum. Da pusht und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da stehen 5 Sprengstoffschiffe einfach hier rum. Die kann einfach hochjagen in den Hafen, wenn er das wollte. Kann ist ja noch mit dabei. Der Trupp an sich pusht noch ein bisschen weiter. Kommt weiteres Dorf zum, dass ich mir dazu... Das hier oben hat Vortex noch nicht im Blick. Ja, man sieht, dass viele Schiffe bei ihm draufstehen. Kran hat es dann erwischt. Die Kishik werden weggejagt. Die Fischerboote denken, nope, 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 nope. Ich will da eigentlich keinen Körperkontakt dazu. Das könnte sehr ungemütlich werden. Wenn das Nähernetten kann man noch ein bisschen jagen. Die Kishik, die noch mit dabei sind. Trotzdem, Vortex-Lage ist noch immer die bessere. Also selbst mit dem ganzen Fluss jetzt 39 zu 48 steht da Vortex besser da. Auch wenn seine eigene Economy gerade einen ordentlichen Knicks nach unten gemacht hat. Gott, die eine Galeere kann jetzt eventuell gleich sehr viele Kills farmen, wenn sie das hinbekommt. Und die ganzen Sprengstoffe hier rumstehen, auch geklumpt rumstehen. Also die Pfeile machen da sehr, sehr viel. Erste Salve, zweite Salve. Okay, es gab einfach jetzt dann die schnelle Reaktion und die Explosion auf den Hafen. Damit ist der Hafen weg. Somit gibt es gerade keinen Abgabehafen mehr, muss neu gebaut werden. Ja, das sind hier, laufen die Fischerboote gut. Die Händler wurden auch wieder aufgebaut. Auf uns ein paar draufgegangen, sind noch 18 Stück. Die Dorfbauern werden hier runtergeschickt, um die Schafe zu sammeln, dass die Nahrungsversorgung wieder steht. Und Vortex baut sich mehr Ambuschützen und mehr Kishik auf, wie er das schon bisher immer gemacht hat. Für Anotant sind es Speerkämpfer. Weil, wie man sieht, bei Anotant ist Nahrungsmangel. Er hat zwar 19 im Einsatz, aber nur 300 pro Minute, weil halt die Fischerboote sind ihm alle weggefallen. Und die Dorfbauern hatten hier irgendwie noch Bärensteuer, die jetzt auch nicht mehr so lukrativ waren. Ja, die hat er hier auch schon weggesammelt. Und sonst, wo sammelt er noch Nahrung? Die Rehe, bis die Schafe, die noch übrig sind, die Rehe hier hat er bereits weggesammelt. Also er braucht eine neue, gute Nahrungsquelle. Feldertechnisch hat jetzt ein bisschen was das versucht jetzt gerade. Den Switch auf Felder hat dafür auch ein drittes Dorfzentrum aufgestellt. Also einiges an Investment getätigt, um das hier in den Griff zu kriegen. Und der Vortex musste bei seiner Nahrungssaison auch erstmal ein bisschen nachlegen nach den ganzen Verlusten. Das ist nach wie vor unter 100 in seiner Wirtschaft. 91 zu 70. Defensiver Bugfeed ist hier geplant, wo die ganzen Kishika wieder vorbeikommen. Aber da stehen Einheiten in der Gegend. Das sind Einheiten dagegen. Problem ist, die laufen gerade in die falsche Richtung. Laufen nicht den Gegner entgegen, sondern die liefen erstmal ein bisschen zurück. Das heißt, nochmal ein paar Dorfbrunnen in Gefahr. Textilien sind da aber drauf. Macht sie ein bisschen tank hier.
Und das hat sich Vortex alle Schmiede-Upgrades geschnappt. Weil klar, er hat Gold ohne Ende. Upgrades sind für ihn kein Problem. Hat da alle Zweier-Upgrades. Tatsächlich hat keine Wirtschafts-Upgrades, was ein bisschen überrascht. Sein Gegner hat das 1-2-1. Und wie man sieht, Schmiede-Upgrades mit 2-0-1-2. Auch nicht alles, aber zumindest etwas. Und zwischen Schamanen unterwegs. Reliquien werden aufgesammelt. Und im Gear, ja, tatsächlich, er hat kein einziges Wirtschafts-Upgrades erforscht. Vortex ist komplett egal. Auch spannend. Ja gut, er bekommt halt auch sehr viel über die Händler. Und die Händler interessiert das nicht, ob das Wirtschafts-Upgrade drauf ist. Der Hafen zwar gebaut, aber wird sofort wieder angegriffen und wieder zerstört. Die Fischerboote hier einfach die ganze Zeit untätigen. Das sind doch einiges von der Anotant Economy. 11 Fischerboote, die hier dumm rumstehen. Und sich weitere Wirtschafts-Upgrades, die Kishik warten hier auf den nächsten Einsatz. Es warten auch immer noch mehr davon. Und ja, Vortex ist einfach so reich, dass es sich mal spontane Weise Stupa leisten kann. Die hier hinten in, ja, zwischen die Weiden durchzieht, dass die eben schnelle Schafe generieren. Das ist der Plan, dass die Nahrungsversorgung hier weiter steht. Währenddessen die Handelsroute ist bei 23. Also die dreistellige Economy haben wir gleich wieder. Und dann einen weiteren Zeitalterunterschied. Währenddessen versucht man, die nächste geweihte Stätte einzunehmen. So, Anotan versucht sich die Vorteile zu sichern, die er sich gerade sichern kann. Aber das ist die große Gold hat er runter und jetzt auch an der kleinen. Währenddessen zu sehr hat er komplett die Kontrolle verloren. Da hat er gar nichts mehr drauf. Da könnte sich die Schiffe eigentlich auch versenken. Wenn es eh nicht mehr genutzt. Er hat vielleicht noch Hoffnung, dass er es wieder hinkriegt. Hier gerade Johanna hat versucht, einmal den Heiligen Zorn was zu machen. Der Mönch ist da mittendrin. Aber der lebt auch nicht lange. Johanna soll surrounded werden. Johanna ist surrounded und damit fällt sie ein weiteres Mal. Hinten steht zumindest der Berg für die Defensive. Die Palisade wird erstmal nichts. Die Reliquie konnte nicht gerettet werden. Elite-Upgrade kommt für die Kishik, weil sie Stupa steht. Und das heißt natürlich auch für Vortex mehr Upgrades, die er sich holen kann. Upgrades, die alle aber auch rundum sehr, sehr teuer sind. Entsprechend dauert das ein bisschen, bis er die Ressourcen beisammen hat. Aber die Handelsroute läuft und läuft und läuft. Und die Mogulen-Handelsroute ist halt wirklich ein Monster. Als nächstes kriegen auch noch die Ambro-Schützen das Upgrade mit oben drauf. Was hat Anotant da noch auf Vorrat? Wie viel hat seine Gilden alle? 700 Nahrung aktuell. Also das reicht nicht, um sich da hoch zu pushen. Er braucht da noch ein bisschen mehr. Aber die nutzt man gerne bei den Franzosen oder bei Johanna von Orléans, um sich eben in die Imperialzeit zu schießen. Indem man das Gold schon so sammelt, man das hätte auch fast, aber dann bräuchte er ja noch mehr Nahrung, sind es bei 800, also es dauert schon noch ein paar Ticks, bis er da genügend rankommt. 2400 sind benötigt und die Kishik stehen vor der Haustür. Das Bergfried versucht sein Bestes, die Dorfbewohner können sich da zumindest ein bisschen Sicherheit bringen. Zwischen 46 zu 48 Wirtschaftskills, das wird gleich also ausgeglichen. Hinten kommt die Sperrkampfangel auf und der Bergfried ist voll gefüllt, ballert was das Zeug hat, aber die Elite Kishik mit zweier Upgrades, wie man sieht, die halten sehr viel aus, eine 7er Rüstung. Inzwischen im Einsatz und oben gibt es ebenfalls Ärger mit den restlichen Geschick und den Fernkämpfern, die mit ankommen. Das Schiff ballert noch fröhlich mit rein. Also alles, was irgendwie in Schussreichweite ist, wird angeschossen. Das Gebiet von Amotan steht unter Druck an verschiedenen Seiten. Der Vortex ist kurz vor 200 Bevölkerung. Baut noch mehr Geschick, ist bei 32, aber auch bei 37 Ambro-Schützen, die er damit dabei hat. Und jetzt die Armee in Rot versucht, sie dem entgegenzustellen. Es sind 6 Elite-Kämpfer mit dabei. Da kommt noch das Upgrade für normale Reiter. Aber wie vor Nahrung ist die große Herausforderung für Anotant. Der versucht daran zu arbeiten. Er legt mehr und mehr Felder an mit seinen Dorfbewohnern, dass das besser wird, nachdem er sicher doch einiges an Holz bereits durchgefarmt hat. Aber generell natürlich die viel schlechtere Position auf der Karte. Ich meine, er hat immer noch die Königseinheit mit dabei, die da versuchen kann, sehr viel Schaden zu machen. Einmal Heiliger Zorn landet, macht gut was an Damage. Auch hier fehlt der Rest der Kishik erstmal noch. Also da kann man auch am Anfang guten Fight ansetzen, bis die restlichen Kishik mit dazukommen. Jetzt wird es gleich deutlich ungemütlicher, weil die Kollegen sind halt zahlreich und trotzdem sehr, sehr tanky. Da kommt noch einmal der Rüstungspfeil, dass sie möglichst auch hat. Da kommt der Heal auch noch mit dazu. Beide spammen ihre Fähigkeiten rennen, was sie gerade haben. Und Jonathan hat gerade auch ihr Upgrade bekommen. Die ist eine Stufe weiter. Hätte also einmal die Stärke des Himmels. Kann auch Heilige Zorn einsetzen. Das Problem ist ja nur noch 44 Hitpoints. Das heißt, sie wird es nicht lange leben, wenn sie da versucht, nach vorne zu kommen. Also das stellt sie vor Herausforderungen. Hier waren einige Einheiten weggeschossen, aber dann die Johanna fällt. Die Ambro-Schützen sind alleine gegen Stärkreinheiten in sehr, sehr großer Anzahl. Und nee, da reicht das Militär in Rot einfach nicht. Da wird er nach und nach niedergefarmt. Und er konnte dann nicht den ausschlaggebenden Effekt mehr. Er hat sie sofort zurückgeholt mit dem Gold, das er hatte. Sie ist sofort wiederbelebt. Aber bis er jetzt hier vorne ankommt, dauert es auch nochmal ein bisschen. Und selbst dann steht noch so viele Einheiten rum. Und das kann Johanna im Alleingang normalerweise auch nicht gewinnen. Und sie könnte jetzt noch eben die Segnung machen. Sie könnte nochmal einen ordentlichen Powerboost geben. Sicher ob er das. Er könnte es auf jeden Fall gebrauchen. Er kann auch gleich nochmal Elite-Kämpfe rufen. Das würde auch noch ein bisschen helfen. Packe schickt man dabei noch ausgeschaltet. Johanna läuft weit nach vorne. Steht jetzt mittendrin. Heiliger Zorn wurde eingesetzt. Eine Runde ist noch verfügbar. Da einmal Elite-Kämpfe gerufen. Kam da gerade die. Ne, hat die Stärke des Himmels noch nicht eingesetzt. Stattdessen einmal weiteres Heiliger Zorn und man sieht, viele Einheiten fallen hier um. Also Anotant kämpft da, aber für Vortex kommt gleich die nächste Welle an Einheiten mit an. Er kann sich das halt auch so gut leisten. Man sieht, seine Ressourcen sind da. Er kann noch weiter upgraden parallel. Also seine Vorteile werden eher mehr anstatt weniger. Er weiß, dass dem Gegner sehr viel Druck macht, nimmt die geweihte Stätte mit raus.
und sorgt hier für mächtig Ärger, sorgt auch dafür, dass die Felder, die frisch angelegt wurden, gar nicht erst bearbeitet werden können, weil es hier Ärger gibt. Okay, die Fähigkeit scheint Anotan wirklich nicht zu interessieren. Stattdessen hat er da, war nicht sicher, was er da gerade eingesetzt hat. Kam gerade auf jeden Fall eine Sekunde komische Welle. Und es geht in die nächste Runde. Wie man sieht, Vortex mit 70 Militär unterwegs. Also Anotan, er rennt halt dann nach vorn, aber wie man sieht, da wird es gekitet. Und selbst Johanna wird gekitet. Sie hat zwar nochmal ihren Damage rein, aber es ist einfach nicht genug. Ich glaube nicht, dass von Anotan jetzt noch so viel mehr nachkommt, weil er kann sich das einfach nicht leisten. Ja, und da kommt dann auch sein Chichi. Hat dann mal sein Bestes gegeben, aber Vortex ist in einer zu guten Position. Die Mongolen halt so gecarried und carried und carried enden. Er hat sie am Anfang recht gut gestört bekommen, aber dann ist Vortex irgendwann davon gelaufen. Da sieht man auch, dass Vortex in der Masse einfach größer war. Dorfbrunnen sieht das gar nicht so spektakulär aus. Und da sieht man auch die großen Verluste, die er eingefahren hat. Der aber dann prompt seinem Gegner auch zurückgeschenkt hat, diese Verluste. Und dann mit den dreifach Dorfzahnen hat sich Anotanta wieder hochgebaut. Aber man muss bedenken, in der Zeit war für Vortex auch immer eine Masse an Händler und Fischerboote am Start. Fischerboote bei Anotan zwar auch, aber die konnten nicht so durchgängig arbeiten. Somit ja massetechnisch und eben auch klassentechnisch einfach eine Stufe besser mit den Einheiten. Irgendwann funktioniert das nicht mehr, da dagegen anzuhalten. Man sieht das in der Wirtschaftszahl gesamt, hat Vortex die ganze Zeit die Nase vorn gehabt. Auch wenn hier mal der Unterschied deutlich geschrumpft ist, war davor schon ziemlich riesig, hat sich das danach sofort wieder relativiert. Und auch wenn Anotan da ein bisschen aufgehört hat, das war zu Kosten seines Militärs und der Technologie. Und damit war dann die entscheidende Schlacht nicht zu gewinnen. Auch wenn da Johanna wirklich viel Beitrag geleistet. Generell hat Johanna sehr viel Beitrag geleistet in dem Fight. Und das Wildschwein hat sehr viel Beitrag geleistet in diesem Match. Dass sie am Anfang sechs Sperrkämpfer waren es ausgeschaltet hat im Alleingang. Habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass ein Wildschwein so viele Kills farmt. Aber was nicht alles vorkommt, Aoi, ne? Was nicht alles vorkommt. Ja, wenn der einiges verloren und Vortex natürlich mit deutlich mehr Ressourcen. Mehr ist doppelt so viel Gold. Die Mongolen Handelsroute, ja. Anotan hat sie am Anfang noch gestört bekommen, aber dann Vortex konnte das etablieren und dann hat er einfach Geld ohne Ende. Das war's mir, bis zum nächsten Mal und ciao.